Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also, gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht, ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns, ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Also Svenja, wir machen jetzt einen Fitnesstest. Okay, hoffentlich bin ich fit genug. Ich muss erst das Gerät einstellen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 27. Alles klar. Und wie groß bist du? 1,75. Und dann brauche ich bitte noch dein Gewicht. Wie viel wiegst du? Oh, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Entschuldige, aber das brauche ich für den Test. Also gut, ungefähr 73 Kilo. Gut, dann machen wir jetzt den Fitnesstest. 1. Kommen Sie zum neuen Fitnessstudio Bause in der Hauptstraße 27 in Buchheim. Trainieren Sie bei uns mit Erfolg. 2. Wir haben ein neues Sommerprogramm für Sie im Sportclub Tegel am Marktplatz in Dorfen. Kommen Sie zum Sportclub Tegel. 3. Nach dem Winter wieder fit werden. Das geht ganz einfach im Fitnessstudio Caro. Sie finden uns in Kössnitz im Sportzentrum. 4. Die Pause. Die Suppe. Der Körper. B. Der Bauch. Das Bein. Das Buch. T. Der Tag. Die Fitness. Das Bett. D. Duschen. Die Schokolade. Du. K. Die Kinder. Die Kekse. Lecker. G. Gut. Joggen. Gesund. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn.
Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich da hin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gut gesagt. Das tut weh. Tut das weh? Ja. Autsch. Aua. Es ist gleich vorbei. Ah. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. A. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja. Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. Darf ich baden? Nein. Mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen? Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mhm. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, es tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus.